Das Erste, was man auf jeden Fall wissen muss, ist, dass sich das Klima verändert. Wir sprechen von einer globalen Erwärmung. Das Zweite, was wichtig ist, dass der Mensch für diese Erwärmung verantwortlich ist. Und das Dritte, dass das höchste Eisenbahn ist, etwas gegen die fortschreitende Klimaerwärmung zu tun. Ich selber bin hin und her gerissen, aber ich bin ein hoffnungsloser Optimist. Ich glaube, wir können es wirklich schaffen. Und Deutschland hat es ja gezeigt, dass Klimaschutz und Wohlstand zusammengehen können. Weltweit ist der Ausstoß von CO2 seit 1990 um 60% gestiegen. Bei uns in Deutschland um knapp 40% gesunken. Und ich glaube, das spricht für sich. Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Insofern ist jeder und jede gefragt. Das fängt natürlich oben bei der Politik an, geht dann über die Wirtschaft bis hin zu jedem Bürger und jede Bürgerin. Jeder kann zum Beispiel Energie sparen. Das ist gar nicht so einfach. Wir verschwenden Energie, wir verschwenden Rohstoffe, kaufen Dinge, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Plastikmüll in den Ozeanen. Ich selber bin groß geworden ohne Plastiktüten beispielsweise. Also man muss noch ein bisschen darüber nachdenken und dann fällt auch jedem etwas ein.